Schauen wir mit Dreh. Zur Zeitung sage ich jetzt eigentlich gar nicht mehr viel, weil das jetzt mittlerweile klar sein sollte, wo man hier die 45-Grad-Winkel anträgt, nämlich hierhin und hier hinten, dass die beiden natürlich parallel sind und man muss halt immer gucken, wo die Senkrechte drüber ist. Also über N in dem Fall, dass man hier auch den rechten Winkel sauber erwischt und dann die Linien alle miteinander verbindet. Den Punkt M hätte man hier natürlich nicht verbinden müssen, aber das war ja auch schon in der Angabe drin. Als erstes soll man dann den Winkel Epsilon bestimmen. Das ist der Winkel des von S, M, N. Und der liegt ja schon wunderbar in einem rechtwinkligen Dreieck drin. Wir haben die Strecke NM gegeben und wir haben die Strecke NS gegeben mit 9. Das heißt, wir können hier über den Tangens das Ganze berechnen. Gegen Kathete durch Ankathete, 9 Zehntel und haben 41,99 Grad schon relativ schnell fertig. Bei der Aufgabe 2.2, da ist es etwas schwieriger wieder zu zeichnen. Wie immer suchen wir uns zuerst, wo das X-Wert ist. Nämlich, das ist von M x entfernt, also x Längeneinheiten, und in dem Fall sind es 5. Das heißt, wir können das bereits zeichnen. Und dann heißt es, Punkte Fn sind die Fußpunkte der Pyramiden, also die Höhen. Das heißt, wir können hier ein Lot runter und hier für den Punkt F einzeichnen. Und dann ist es eigentlich nur noch ein Verbinden. Und dann sollen wir noch rechnerisch prüfen, wann überhaupt solche Pyramiden existieren. Da einfach mit dem Finger wieder drüber fahren. Es ist klar, dass der Wert größer sein muss wie 0, weil sonst liegt der Punkt P auf M. Also, und ab hier existiert's, 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 existiert's nicht mehr. Das heißt, wenn der Punkt P hier ist, hier oben, dann haben wir ein Problem. Und es ist genau dann der Fall, wenn eben quasi diese Strecke hier genauso lang ist wie die Strecke SM. Das heißt, wenn wir die Strecke SM berechnen täten oder MS berechnen täten, dann ist das die obere Grenze. Und das berechnen wir natürlich mit dem Kosinus von dem Winkel und Gegenkathete, was sage ich denn, Ankathete durch Hypotenuse. Die Hypotenuse ist unsere gesuchte Strecke SM oder MS und dann kann ich sie berechnen. Und damit weiß ich jetzt auch, dass diese Strecke MS oder SM 13,45 ist und damit müssen meine Werte zwischen 0 und 13,45 liegen. Eigentlich sind diese Intervalle immer angegeben, aber in dem Fall muss man es halt berechnen und das ist eben immer der Trick. Einfach gucken, wo kann der Punkt P wandern und wann darf er eben nicht mehr wandern. Darüber hinaus darf er nicht und darüber hinaus darf er nicht. Und das sind die zwei Grenzen, die man dann eben links und rechts schreibt. Und manchmal muss man eben noch was berechnen. Jo, und dann geht es zur Aufgabe 2.3 welchen weiter. Die hat ein bisschen mehr Punkte, da sollte man sich ein bisschen mehr Mühe geben. Man soll den Flächeninhalt der Seitenflächen A, wo haben wir es, A, P, N, D in Abhängigkeit von X und berechnen. Den Rest brauchen wir gar nicht erst lesen, weil das ist ja der zweite Teil. Wir müssen zuerst mal diesen Flächeninhalt bestimmen. Ja, und das sieht doch nach einem gleichschenkligen Dreieck aus. Das heißt, wir haben hier 0,5 mal die Grundlinie mal die Höhe n, Pn. Das ist das Einzige, was fehlt, denn die Strecke AD da hinten haben wir schon. Warum es natürlich gleichschenklig ist, liegt hier daran, dass dann n in der Mitte von den beiden liegt. Also können wir eben davon ausgehen, dass die Höhe direkt auf die Mitte trifft. So, wie bekomme ich npn? Über einen Kosinussatz. Und zwar ist ein bisschen schwierig, dann das Ganze zu sehen. Dieses npn ist in diesem Dreieck hier. Also man darf natürlich hier nicht ein Dreieck an der Seite suchen, weil da ist ja kaum was gegeben. Wir müssen einfach schauen, dass wir schnell an den Winkel rankommen. Hier haben wir den Winkel gegeben, wir haben diese Seite NM gegeben und weil es jetzt ja abhängig ist, sollte eigentlich hier jetzt ein x von euch stehen. Diese Seite ist x. Und dann ist es 10 zum Quadrat plus x zum Quadrat minus 2 mal 10 mal x mal dem Kosinus von dem Winkel. Und das Ganze aufgelöst oder zusammengefasst. Gibt was unglaublich komisches, aber das steht ja auch im Teilergebnis, also kann es gar nicht so verkehrt sein. Und dann lesen wir jetzt erst weiter und weisen durch Rechnung nach, dass für keinen Wert von x der Flächeninhalt der Seitenflächen APND und BCPN gleich ist. Also Moment, Flächeninhalt müssen wir natürlich erst noch fertig machen, 0,5 mal eben diese Seite, das ist 6 mal einfach diese Seite. So, dann heißt es ja noch irgendwas von einem anderen Flächeninhalt. Ich habe jetzt den einen erstmal abgeschrieben, BCPN. BCPN. Den muss ich halt auch noch berechnen. Also wenn von der Fläche die Rede ist, die man vergleichen soll mit irgendwas oder in Beziehung setzen muss, dann muss ich die berechnen. Das ist 0,5 mal 8 mal x, weil die Grundseite ist 8 und die Höhe ist x. Das ist ja das, was bei euch hoffentlich dran stand und der Rest war gegeben. So, und jetzt sollen wir herausfinden, dass es keinen Wert ist, wo beide gleich sind. Wann sind beide gleich?
Ja, wenn ein Ist gleich zwischen beiden gilt. Also, gleich sein heißt, hier muss man nichts mit Prozent oder sonst was machen, sondern nur gleichsetzen. Die Wurzel kriegen wir weg, indem wir auf beiden Seiten quadrieren. Aus 0,5 mal 8 wird 4, quadriert wird 16. Aufpassen, wenn ich auf beiden Seiten quadriere, muss ich jeden Faktor hier quadrieren. Heißt auch, die 6 muss ich quadrieren. Und dafür fällt dann da hinten die Wurzel weg. Was ich allerdings dann klammern muss, ist ja klar, weil das unter der Wurzel komplett mit 6 multipliziert oder mit 36 jetzt multipliziert werden muss. Jetzt muss ich es ausmultiplizieren. Ich habe das 36x Quadrat minus 36 mal 14,87. Das gibt einen schönen hohen Wert. Plus 3600. Und dann bringe ich noch die 16x Quadrat hier rüber. Warum? Weil ich ja das Ganze eine quadratische Gleichung habe. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wie die lösbar ist. Und dadurch, dass dran steht, sie ist nicht lösbar oder man soll nachweisen, dass es keinen x-Wert gibt, reicht es eigentlich aus, die Diskriminante zu bestimmen. Die ist nämlich kleiner 0 und damit gibt es keinen x-Wert. Und damit ist für kein x gibt es für kein x gleich große Dreiecke. Die Aufgaben sind immer so gestellt, dass es schon drinsteht, wie das Ergebnis lauten wird. In dem Fall war eigentlich klar, dass ich den Schlauch bei x1, 2 gar nicht hinschreiben muss, sondern einfach nur die Diskriminante aus der Formel berechnen muss. Klar, ich hätte hier oben noch zusammenfassen müssen. Den Schritt habe ich jetzt hier nicht mehr gemacht. Aber dann hätte ich bereits nur durch die Diskriminante, nur durch diesen Term bereits zeigen können, es gibt kein x, weil es einfach nicht möglich ist, weil das d kleiner 0 ist. Dann kommen wir zur 2,4. Zeige durch Rechnung, man soll das Volumen bestimmen von A, B, C, D, P, N. Heißt, wir haben alles, was unten drin gebraucht wird, schon gegeben. Das Einzige, was fehlt, ist F, P, N. Aber dadurch, dass es senkrecht hier runter geht, haben wir ein rechtwinkliges Dreieck. Das heißt, wir können wieder den Sinus gegen Kathete und in dem Fall nehme ich die Hypotenuse, weil die Strecke FM haben wir natürlich nicht, aber wir haben wieder diese Strecke x, die hoffentlich bei euch dran steht. Und jetzt kann ich das nach FPN auflösen und der Sinus von 41,99 ist 0,67, das x rübergebracht und dann habe ich diese Strecke in Abhängigkeit, setze ich hier oben ein und dann habe ich mein Volumen von 22,33x. Eine geschenkte Aufgabe eigentlich, wenn man sich überlegt, wie schnell das geht, wie schnell man sich da reindenken kann. Es gibt nämlich 3 Punkte dafür. Bei der Aufgabe 2,5 in der Pyramide A, B, C, D, P2 gilt. P2 heißt jetzt halt, das ist eins dieser abhängigen, aber sie ist jetzt eben größer. Da gilt, dass dieser MNP, also dieser Winkel hier, 60 Grad ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr den einzeichnen und könnt euch die Pyramide vorstellen. Braucht aber nicht, ist nicht gefordert. Und man soll dazu den zugehörigen x-Wert berechnen. Also, das heißt, das hier ist gegeben, die Strecke NPN. Haben wir eigentlich in Abhängigkeit, die bringt uns momentan aber nichts, aber wir haben einen 60-Grad-Winkel und wir haben hier einen Winkel gegeben von vorhin noch. Damit können wir doch in diesem komischen Dreieck, das dann entsteht mit hier 60 Grad, den Sinussatz anwenden. Habt das hier mal gemacht. Die Seite x zu dem Winkel, nämlich Sinus 60 Grad, verhält sich wie 10 zu dem Winkel da oben. Ja? Die Seite hier habe ich ja nicht. Und den Winkel da oben kann ich durch 180 Grad minus den Winkel berechnen. Und wenn ich das jetzt auflöse, also quasi Sinus 60 nach rechts bringen, erhalte ich hier 8,85, habe meinen x-Wert und jetzt soll ich davon den prozentualen Anteil des Volumens der Pyramide am Volumen der Pyramide ABCDS. Beide Größen erstmal wieder berechnen. Das Volumen müssen wir nicht extra berechnen, denn wir haben es ja in Abhängigkeit von x. Das heißt, wir müssen nur das x hier reinsetzen und haben bereits das Volumen für den x-Wert 8,85. Aufpassen, ja? Wenn das Volumen in Abhängigkeit schon gegeben ist und ich habe einen neuen x-Wert, ist es ziemlich schnell auch das spezielle Volumen dann berechnet. Und das andere Volumen, A, B, C, D, S, das geht ziemlich leicht. Das ist nämlich genau das gleiche wie vorher, nur dass ich eben statt der Höhe von irgendwas Komischen dieses 9 hier einsetze. Dann habe ich 300. Und jetzt sollen wir den prozentualen Anteil bestimmen. Also der von dem gibt es. Und schon fertig. Auch eine Aufgabe mit 4 Punkten, wo man sich ein bisschen reinfuchsen muss. Am besten eben zeichnen oder gestrichelte Linien einzeichnen und dann ganz einfach Sinus- und Kosinussätze anwenden. Es ist kein Hexenwerk, aber man muss sich ein bisschen trauen, an solche Aufgaben, die erstmal nicht klar sind, wie man sie lösen, trotzdem ranzutrauen und trotzdem mal was zu versuchen. Einfach die Größen zu berechnen, die in der Aufgabe drinstehen.